Hallo Freunde! Mögt ihr es, Zeit im Wald oder mit Freunden im Freien zu verbringen? Heute haben wir nur für euch eine Liste mit interessanten Gadgets zusammengestellt, die ihr bei eurem nächsten Abenteuer im Freien mitnehmen könnt. Unten in der Beschreibung findet ihr Links zu allen Gegenständen. Mit diesem tragbaren Lautsprecher wirst du nie von deiner Lieblingsmusik getrennt sein, nicht einmal im Wald. Aber das ist noch nicht alles, was dieser kleine Lautsprecher kann. Er ist auch eine Taschenlampe, ein Radio und eine Powerbank, die 5200 mAh aufnehmen kann. Dank dieses leistungsstarken Akkus kannst du bis zu 30 Stunden Musik hören. Und außerdem sieht er auch auf dem Fahrrad ziemlich cool aus. Und mach dir keine Sorgen, wenn er nass wird, er ist nämlich wasserdicht. Unser nächstes Gadget hat auch mit Musik zu tun, aber darüber hinaus schützt es auch deine Augen vor dem Sonnenlicht. Der Bluetooth-Kopfhörer ist bequem zu bedienen und kann leicht abgenommen werden. Der Akku dieser Brille kann über USB aufgeladen werden und eignet sich für bis zu 4 Stunden Musik hören. Hier haben wir eine weitere Sonnenbrille. Diese schützt dich nicht nur vor der Sonne, sondern kann auch noch Videos von überall machen, wo du hingehst. Das Video wird in einem kreisförmigen Format aufgenommen und in den Snapchat Memories gespeichert. Nachdem du das Video aufgenommen hast, kannst du jeden Filter, den du willst, darauf anwenden. Um ein 10 Sekunden langes Video aufzunehmen, drücke einfach die Taste auf der Brille. Du brauchst übrigens kein Kabel, um die Brille aufzuladen. Sie lädt automatisch in dem speziellen Case, das mit der Brille mitgeliefert wird. Mit dieser Kappe kannst du im Dunkeln sehen. Dank der leistungsstarken LED-Lampen kannst du bis zu 15 Meter vor dir alles sehen und du bist aus einer Entfernung von bis zu 1,6 Kilometer sichtbar. Das Einschalten des Lichts ist einfach, man muss nur die Taste drücken. Man kann auch einen separaten Clip bekommen, mit dem man LEDs an jeder Kopfbedeckung befestigen kann. Für lange Wanderungen oder auch zum Sport haben wir eine sehr interessante Wasserflasche gefunden. Du kannst die Größe der Flasche verändern und sie sowohl für heiße als auch für kalte Getränke verwenden. Sie besteht aus Silikon mit zugelassener Lebensmittelqualität ohne Geruch oder Geschmack und ist daher absolut sicher für deine Gesundheit. Das ist ein Vampirvertreiber, den du mit einem Schlüssel tragen kannst. Aber wegen seiner geringen Größe kann er nur kleine Vampire vertreiben. Mücken. Nach dem Drücken der Taste sendet es einen Ultraschall aus, der die kleinen Blutsauger von dir fernhält. Wenn du im Wald wanderst, ist es wichtig, dass alles so wenig Platz wie möglich beansprucht. Diese Powerbank zum Beispiel liegt gut in der Hand und hält 1500 mAh, was natürlich nicht für eine ganze Aufladung für dein Smartphone ausreicht. Aber im Notfall könnte sie sehr nützlich sein. Und du kannst sowohl iOS als auch Android-Smartphones damit laden. Noch etwas, das fürs Wandern nützlich sein könnte, ist dieses Armband. Jetzt kannst du direkt am Handgelenk einen Kompass, ein kleines Messer, einen Feuerstarter und eine Pfeife haben. Du musst zugeben, dass man diese Dinge immer am besten zur Hand hat. Du weißt nie, wenn du ein Feuer auslösen musst. Das nächste ist ein Bluetooth-Lautsprecher mit LED-Flamme. Ja, solche Gadgets gibt es bereits. Man sollte erwähnen, dass diese Lampe nicht nur im Freien, sondern auch zu Hause schön aussieht. Darüber hinaus gibt es sogar einen speziellen Halter, den man an den Boden haften kann, um ihn auf der Straße zu benutzen. Du kannst diesen Lautsprecher mit dem Smartphone bedienen oder die Tasten an der Oberfläche zur Bedienung verwenden. Aufladen kann man den Lautsprecher über den USB-Anschluss. Wir glauben, dass Badminton-Fans an diesem Set mit Netz, Schlägern und Federbällen interessiert sein werden. Das Netz ist leicht zu befestigen und erfordert keinerlei zusätzliche Werkzeuge. Es kann auf 2 Höhen eingestellt werden, 1,5 Meter und 80 Zentimeter. Du musst zugeben, dass das ein gutes Set ist, um Spaß mit der Familie oder mit Freunden zu haben. Schreibt in die Kommentare, welche der gezeigten Dinge ihr mit zum Campen nehmen würdet und welche ihr zu Hause lassen oder gar nicht erst kaufen würdet.